Das Monsterjagd-Event steht an und damit meldet sich der Prägerer zurück aus der Welt von Drakensang Online. So, vor wenigen Sekunden, also genau Mitternacht, ist das Monsterjagd-Event gestartet. Das Event geht genau 2 Tage und dann schauen wir da mal rein. Was steht denn da? Ich habe das Event nämlich noch nie gespielt, weil ich hatte immer, wenn es gelaufen ist, keine Zeit. Monsterjagd. Alle mutigen Heldinnen und Helden sind herzlich eingeladen, sich dem Kampf gegen die Feinde Drakandas anzuschließen. Erledige würdige Gegner, um Jagdabzeichen zu sammeln. Ja, also im Prinzip heißt das einfach, du musst Monster killen, die lassen so diese Abzeichen fallen und dafür bekommst du dann dementsprechend den Eventfortschritt. Also drakentechnisch gibt es mal 0. Glücksfern der Einfärbung. Hier gibt es von Schattenschergen. Finsterharpie, Dämonenkostüm, des Verbündeten, des Bruchtes, des Fieslings, Weitwurf, Lederfiesling, nochmal Finsterharpie, Schattenschergen, Dummer der Verbündeten, das sind alles, das sind alles Dings, also da muss das, da muss zum Beispiel nichts drin sein, da können auch nur Draken drin sein, außer hier bei der Platin-Glücksphäre der Schlange. Hier ist zu 100% eine blaue Schlange, entweder eine blaue Schlange, eine gepanzerte blaue Schlange, eine braune Schlange, gepanzerte braune, rote oder eine gepanzerte rote Schlange drin. Und dann gibt es jetzt ein goldenes Jagdabzeichen, ich glaube wenn man 10 davon hat, gibt es eine Errungenschaft. So. Mal schauen, was gibt es denn hier so Schönes? Das ist natürlich alles wieder in Englisch gehalten. Okay, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Für 5000 Anamant kann man sich für eine halbe Stunde den Drop-Stack um 10 erhöhen. Das heißt, wenn du mal 1 droppen würde, droppt dir so dann halt 11. Also das eine Standard plus das hat, was der Buff gibt, drauf. Aber da würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal ein paar Monster schnetzeln. So, ist da was? Hallo. Ich habe natürlich keine Ahnung, zu welcher Wahrscheinlichkeit diese Dinger droppen. Machen wir einfach mal so ein paar Runs, dann sieht man eh, wie viel davon droppt. Ich habe nur gehört, in der Vergangenheit war das recht knapp bemessen. Aber da waren ja, glaube ich, auch noch 550 Fortschritte. Jetzt ist das Dreifache. Aber da sehe ich schon die ersten Pokale liegen. Und was mich auch interessieren würde, auf einen höheren Schwierigkeitsgrad, droppt dann mehr oder droppt dann weniger? So, das wird alles automatisch eingesammelt. Sehr schön. So, Waffen brauchen wir immer. So, irgendwie ist der Ingame-Sound heute ein bisschen zu laut geraten und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hoffe, für euch ist das nicht zu laut, wenn ihr euch das jetzt anschaut. Testen wir einfach mal, wie viel wir hier in so einen Q3 Map 1 Run rausbekommen. So, den Loot mitnehmen, da ist alles nichts mehr. Ich mache einfach mal hier dann ganze 2 Runs und dann sieht man eh, wie viel rausspringt.
Weil dann könnte man auch kalkulieren, zahlt sich's mit dem Buff aus, und mit dem Buff zahlt sich's allemal aus. Das Problem ist, diese Dinger kosten so viel, dass ich nur eine Handvoll Spieler die leisten kann, weil für einige sind 5000 Andamanten nichts. Und ich spare mir die Andamanten auch eher für andere Dinge. So, droppt die noch vielleicht ein bisschen was. Da ist auch noch eines, das waren jetzt... Du kommst auch noch mit, wenn du mich unbedingt angreifen musst. Naja, warte mal, das machen wir das so. So, dann machen wir den, dann machen wir den, dann machen wir den. Das waren jetzt 7. In welcher Zeit? Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ich schaue nochmal. Ich gehe hier bei 51 Minuten rein. Jetzt ist 0:07 Uhr. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Vielleicht droppt in anderen Zwischenwelten das besser, vielleicht auch schlechter, das kann ich nicht beeinflussen. Beziehungsweise jetzt nicht sagen, aber ich fahre mir gern Q3, weil da geht's einfach flüssig. Wenn Q1 bis dann mal der ganze Ritualkreis da ist, braucht das ewig und bei den anderen Zwischenwelten läuft man weiter. Was ich super finde, dass es das den Eventfortschritt automatisch aufsammelt. Da braucht man selbst nicht mit Anklicken Zeit verschwenden. So. Ich brauche noch 4. So, dann haben wir den auch noch weg. Dann mal schauen. Wir brauchen, glaube ich, noch eine dieser Kisten. Die hier. So. Jetzt haben wir 10. Haben wir da was Schönes bekommen? Ne, das können wir nicht gebrauchen. Vielleicht fürs Craften später. So. Mal gehen wir mal den Müller vernichten. Da steht eben mal hier. Das passt mir eh. Bitte drauf, dass wir den Buff haben. So, dann lebt der Fritten zu Ende. Schade, dass es eigentlich keine Draken gibt. Also wenn wenigstens 200 Draken wären wirklich toll gewesen. Wenn meine unten wird zwar großartige Draken angezeigt, aber bekommen tust du es nicht. So, das waren jetzt bis jetzt mal 8 in diesem Run. Dann schauen wir mal weiter. Da ist noch ein Troll. Der trollt uns ein bisschen, weil die Dinger haben immer diese blöden Schilder an. Da gönnen wir uns einfach mal blau. Also vielleicht droppt noch einer einen Fortschritt. Das wäre schön. Dann hätten wir eine gute Statistik. Ja, das ist ein Würfel. Immerhin, da kann ich was verkaufen. So, mal schauen. Und das Handy hätte ich leise schalten sollen, weil die Gilde, die spammt schon wieder in der WhatsApp-Gruppe rum. Um die Uhrzeit.
Aber das wäre auch bei, eventuell noch eine Möglichkeit, hier das mit einer Zweiergruppe machen. Der eine läuft links, der andere läuft rechts. Dann sammelt man ein, ist vielleicht eine Minute schneller. So, dann schauen wir mal, wie die Aktien stehen. Auf Mode 1 haben wir in 2 Runs 17 bekommen. Ich würde mal sagen, 17 in 3 bis 4 Minuten, das heißt in, sagen wir mit Laufen, 8 Minuten sind 17. Dann rechnen wir ganz kurz, 60 durch 8 sind 7,5. Ja. Na warte mal, wie haben wir das jetzt gerechnet? Das sind... Ich habe in 18 Minuten etwa 17... Ich meine, in 8 Minuten 7 Event-Fortschritt gemacht. 17 Event-Fortschritt. Das heißt, in 8 Minuten 17, das sind 7,5 mal das Ganze mal 17. Das heißt, ich bekomme in der Stunde 127 Event-Fortschritt raus. Und kaufe ich mir jetzt um 10.000 an der Mand zwei dieser Buffs. Hängen wir einfach hinten eine 0 dran, weil dann bekommen wir immer halt eines mehr. Das heißt, mit 10.000 an der Mand wäre man in einer Stunde mit dem Event fertig. Oder vielleicht ein bisschen mehr als eine Stunde. Ich würde sagen, in einer Stunde ist man circa irgendwo hier und den Rest kann man sich schön erspielen. Ja, also ich werde morgen vielleicht mal im Livestream 20 Uhr, mal versuchen, so einen Buff anzuwerfen. So, weil ich gerade in der Aufnahme bin, mal schauen, ob ich Glück habe. YouTube-Bonus. Komm schon, YouTube-Bonus. Das ist Zweihand. Das ist Einhand. Das ist Zweihand. Warte mal schauen. Zweihand, Zweihand. Oder nur einer übernommen. Umkehren, schade. Dann probieren wir es mal mit den Handschuhen. Nehmen wir mal diesen hier und nehmen wir mal den da hier. Sind da die beiden sind da vorne drinnen. Kombinieren, wurde auch nichts übernommen. Umkehren, schade. Und da haben wir eine Robe und eine zweite Robe haben wir hier auch. Das heißt, wir nehmen mal dich, Dann nehmen wir mal die Robe hier und die Robe hier. Kombinieren, wurde auch noch ein Wert übernommen. Schade, naja, immerhin. Dann würde ich mal sagen, macht das von meiner Seite. Event, weil es momentan wahrscheinlich Idee, wie man spielen soll. Und würde einfach sagen, es geht beim nächsten Mal weiter.